Moin und willkommen hier auf meinem Kanal, wo Folge 4 von dem Projekt Wir spielen die komplette Frauen-WM in FIFA 23 nach ansteht, beziehungsweise die Folge ist jetzt sogar wirklich eine Folge, da spielen wir es nicht nach, beziehungsweise ihr werdet es wahrscheinlich erst sehen, wenn die Spiele gespielt sind, aber wir fangen nämlich jetzt an mit Argentinien, Südafrika und da weiß ich noch nicht, wie es aussieht, denn ich spiele es im Vorhinaus diesmal. Ganz kurz, wer die ersten drei Folgen noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch jetzt mal hier rechts oben in der Infokarte die Playlist. Zieht euch da auf jeden Fall die Folgen mal rein, die ihr noch nicht gesehen habt. Und das Wichtigste überhaupt, drückt unten doch mal den Abo-Button und aktiviert die Glocke. Erstens, ihr verpasst nichts mehr. Zweitens, ihr würdet mich mega unterstützen. Win. Gut, darum soll es aber nicht gehen. Ich würde sagen, jetzt geht's rein ins erste Spiel von dem Video. Argentinien gegen Südafrika. Ganz kurz, bevor wir ins Spiel reingehen. Der Blick, hallo. So, jetzt habe ich es. Der Blick auf die Tabelle, die sieht so aus. Argentinien, wie gesagt, gegen Südafrika. Ja gut, da könnte Argentinien überraschenderweise schon fast sicher rausfliegen. Aber dafür müsste Südafrika gewinnen. Und das wäre in meinen Augen eine Überraschung. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal rein. Wie gesagt, das Ergebnis, wir sind echt ausgegangen. Das kann ich euch noch nicht sagen. 1-1. Gut, das hilft Südkorea, würde ich jetzt mal sagen, mehr wie Argentinien. Denn die sind da auf einem echt guten Weg ins Achtelfinale einzuziehen. Kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie Italien gegen Schweden spielt. Das aber danach, später erst. Jetzt erstmal England-Dänemark. Da konnte sich ja England, ich wollte jetzt schon sagen, durchsetzen oder nicht durchsetzen. Wir wissen es nicht. Aber auch hier natürlich erst der Blick kurz auf die Tabelle. Ihr könnt England einen Riesenschritt in Richtung Achtelfinale machen, wenn sie gewinnen würden. Und Dänemark, ja, wenn sie verlieren, sieht es natürlich nicht mehr so gut für die aus. Ganz kurz Schnellsimulation. Und England gewinnt es ganz klar mit 13-0. Sprich, die sind im Weiterkommen schon fast sicher. Und Dänemark ist fast sicher raus. Kommt natürlich jetzt darauf an, wie Haiti gegen China spielt. Und das gibt es jetzt auch schon. Wir springen natürlich rein ins Game. Sollte China überhaupt mindestens einen Punkt holen, ist Haiti und Dänemark sicher weg. Und Haiti gewinnt es hier mit 2-1. Sprich, die Tabelle sieht jetzt so aus. Es wird nochmal echt spannend, aber aufgrund der Tordifferenz ist England normal sicher weiter. Aber Haiti hat auf jeden Fall noch Chancen. Und jetzt geht es auch schon in Gruppe D. Schweden, Italien übrigens. Ich kann euch einfach so die Tabelle zeigen und muss da nicht immer drauf klicken. Schweden, Italien, die müssen noch spielen. Gerade eben Südkorea, Argentinien haben ja schon. Und da wäre es für Argentinien, ja, ist eigentlich ein Unentschieden. Ja, ist auch, ja, für Argentinien ist die Situation jetzt eh beschissen. Wir gehen rein ins Game. Schweden gegen Italien. Schweden gewinnt mit 1-0. Das heißt, so sieht jetzt die Gruppenkonstellation aus. Das war für Argentinien eventuell sogar noch das Beste. Es kann wirklich noch alles theoretisch passieren. Argentinien könnte theoretisch noch Erster werden. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich bin mir nicht mehr sicher, wer gegen wen spielen muss. Aber das gibt es dann am Ende vom Video noch ganz kurz, was wann, wie passieren könnte. Jetzt erstmal Frankreich, Brasilien, das ist in meinen Augen ein richtiges Highlight. Und natürlich trotzdem der Blick auf die Tabelle. Da sieht es so aus. Frankreich unentschieden im ersten Spiel gegen Jamaika. Ja, das war eine kleine Überraschung. Brasilien konnte gewinnen. Das heißt, ja, wenn Brasilien hier gewinnt, machen die einen Riesenschritt in Richtung Achtelfinale. Und das machen sie. Machen sie nicht, doch sie machen es. Für Frankreich hingegen sieht es nicht gut aus. Ja, die müssen am letzten Spieltag gegen Panama unbedingt punkten. Aber für Panama jetzt erstmal das Spiel gegen Jamaika. Ja, wie gesagt, Jamaika konnte den überraschenden Punkt holen. Panama konnte nichts holen. Und hier holt Jamaika jetzt sogar den Sieg, nachdem Panama auch den Elfmeter verschießt. Und das heißt, so sieht es jetzt aus. Frankreich auf Platz 3. Uff, okay. Das heißt, es muss wirklich auf die Tordifferenz ankommen. Jamaika hat es allerdings in der eigenen Hand. Brasilien ist sicher weiter. Es sieht also nicht wirklich rosig aus für Frankreich. Jetzt aber auch schon rein in Gruppe H. Und das ist die deutsche Gruppe. Korea gegen Marokko. Marokko noch keinen WM-Punkt geholt. Mal schauen, ob sich das jetzt gegen Südkorea ändert. Die könnten kurzzeitig auf Platz 1 springen. Südkorea, meine ich, sollten sie hier gewinnen. Und das tun sie nicht. Marokko holt den ersten WM-Punkt in ihrer Vereinsgeschichte. Ja gut, ja, es sieht auch trotzdem nicht mehr wirklich gut für die aus, was das Weiterkommen angeht. Es sei denn, Deutschland, Kolumbien endet jetzt mit Unentschieden. Bin ich auch mal sehr gespannt. Aber davor geht es gegen Schweiz, Neuseeland. Ach, das ist ja dieser Kack. Das ist jetzt schon der dritte Spieltag.
Das ist jetzt schon der dritte Spieltag, aber wisst ihr was? Den nehmen wir einfach kurz mit rein. Da könnte nämlich jetzt schon die erste Entscheidung fallen. Schweiz gegen Neuseeland. Neuseeland wäre gut. Wer da gewinnt, ist sicher weiter. Bei einem Unentschieden kommt es aufs letzte Spiel drauf an. Also echt spannend. Ich tippe mal eher auf die Schweiz. Und es ist die Schweiz. Die gewinnen mit 2:1, sind also das erste Team, wo alle drei Spiele hat und wo im Achtelfinale steht. Jetzt heißt es ja aber noch Norwegen gegen die Philippinen und da kann jetzt eigentlich, ist wurscht, was passiert. Norwegen ist durch den Sieg von der Schweiz auch sicher qualifiziert und auch das Spiel kommt jetzt noch ran, bevor wir das letzte Spiel von Spieltag 2 spielen können. Also wurscht, Norwegen sowieso sicher weiter. Gut, auch wenn sie hier verloren hätten, wäre es so egal gewesen. Die erste Gruppe steht also 100% fest. Schweiz erster, Norwegen zweiter, Neuseeland dritter und die Philippinen ja mit einem Punkt auf Platz 4. Jetzt hoffe ich, kommt das deutsche Spiel. Ja, so ist es. Deutschland gegen Kolumbien. Wie gesagt, die Tabelle sieht so aus. Ich bin echt gespannt bei einem Unentschieden. Ja, das ist eine echt verdammt enge Gruppenkonstellation. Ich setze aber auf Deutschland. Ich denke, die machen das und sie machen es auch. Sie gewinnen mit 2:0 gegen Kolumbien und sind damit sicher weiter. Aber bei Südkorea, Marokko, Kolumbien kann wirklich noch alles passieren und das gar nicht mal so unwahrscheinlich. Boah, da bin ich echt gespannt. 6 Punkte, 2 Punkte und ein Punkt. So viel aber jetzt dazu. Ganz kurz der Blick auf die Tabelle und dann war es das auch schon mit dem Video. Gruppe A steht ja schon fest und dann Gruppe B. Vielleicht mache ich dann auch für den restlichen dritten Spieltag nur ein Video, dadurch, dass wir jetzt eh schon die ersten zwei Spiele haben. Deswegen Gruppe B. Ja, da wird's, also wie gesagt, ein Abo lohnt sich, es wird echt verdammt spannend, aber ein Abo lohnt sich vor allem für die anderen Projekte, weil die werden in meinen Augen noch viel spannender, lustiger, besser, was weiß ich. Ja, ein paar stehen schon fest, wenn es euch genau interessiert, einfach pausieren, beziehungsweise bespreche ich das ja dann auch nochmal in Folge 5 genauer mit euch. Jetzt würde ich aber sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich würde mich mega freuen über jetzt hier rechts oben ein ganz kostenloses Abo und links oben verlinke ich euch eben nochmal die Playlist von der Playlist. Genau, also von dem Projekt. Macht es gut, haut rein und hoffentlich bis zum nächsten Mal.